Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Nicht wundern, ich bin immer noch erkältet, deswegen ist meine Stimme so ein bisschen komisch. Aber ich vlogge natürlich trotzdem fleißig, denn es ging heute für mich in den Urlaub zusammen mit meiner Familie, also mit meinem Vater und meinem Bruder. Und wir sind jetzt gerade angekommen, haben unsere Sachen ausgepackt und gehen jetzt erstmal zum Frühstück, denn es ist noch relativ früh. Wir haben 10 Uhr, glaube ich, ungefähr, ein bisschen früher. Und wir sind in der Türkei. Ich werde auch später, glaube ich, noch eine kleine Roomtour machen, bevor es dann so richtig unordentlich wird über die Tage. Ich weiß nicht, wie viel ich in der Zeit hier vloggen kann, weil ich ja mit meiner Familie bin. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, so ein bisschen die Eindrücke und einfach den Urlaub so ein bisschen mitzunehmen. So, das ist jetzt mein Outfit und wir gehen jetzt erstmal zum Golfplatz. Denn wir müssen klären, wann wir spielen können und ob wir generell spielen können, weil anscheinend hier auch ein Turnier sein soll, die Tage. Deswegen, ja, machen wir das jetzt erstmal. Und ich kann euch ja mal kurz meinen Kleiderschrank zeigen. Hier sind so meine ganzen Jacken. Ich habe 2 Blazer mit, einen Mantel, eine Lederjacke und dann ein paar Pullis, Kleider. Und hier dann meine ganzen anderen Klamotten. So, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde am Strand geschlafen, weil wir ja letzte Nacht nur so 3-4 Stunden geschlafen haben. Und jetzt gehen wir nochmal golfen. So, ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht für den Abend. Also, wir waren jetzt gerade noch 2 Stunden Golf spielen. Also, wir haben 9 Loch gespielt. Und wir gehen jetzt gleich zum Essen. Es ist schon mega, mega spät. Also, ich glaube schon 7:45 oder so. Aber wir haben noch einen Drink getrunken dann da beim Golf. Und deswegen hat sich das alles ein bisschen gezogen. Ich zeige euch mal eben mein Outfit. Wo kann ich denn das am besten mal machen? Hier auf dem Fernseher. Wow, das ist risky. Ich habe eine Lederhose an, dann so ein schwarzes Bandeau und einfach so einen orangenen Blazer drüber. Mag ich eigentlich ganz gerne, das Outfit. Ich weiß auch nicht ganz genau, was ich für Schuhe anziehe. Ja. Ich hoffe, dass man die beiden im Hintergrund nicht die ganze Zeit so mega laut hört, weil die sich halt auch unterhalten. Aber ich habe hier leider keinen Raum, wo Ruhe ist. Ich zeige euch morgen oder die Tage dann nochmal das Bungalow. Wir haben so ein kleines Bungalow. Heute schaffe ich das leider nicht mehr, weil wir jetzt gleich direkt los müssen zum Essen und wir vielleicht sogar heute noch in die Stadt fahren wollen und dort shoppen gehen. Aber das gucken wir alles nochmal spontan. Morgen, es ist der nächste Tag. Wie man hört, ich bin leider immer noch ein bisschen verschnupft, aber ich hoffe, das geht jetzt die nächsten Tage weg. Wir sind so vor einer, so vor 20 Minuten aufgestanden und müssen jetzt schnell zum Essen. Das ist mein Outfit. Ich habe so einen Rock an und einen Top. Hallo, ich stelle mich mal hier unter den Schirm. So, ich habe mich jetzt ein paar Tage gar nicht so richtig gemeldet gehabt.
weil ich irgendwie nicht so richtig dran gedacht habe oder es nicht gepasst hat einfach in den Momenten, wo ich dran gedacht habe. Auf jeden Fall ja, ist der Urlaub bis jetzt richtig, richtig schön. Das Wetter spielt auch einigermaßen mit. Also die Woche, bevor wir gekommen sind, hat es ja auch echt viel geregnet und war auch noch nicht so warm. Aber jetzt ist eigentlich ganz schön. Also wir haben so tagsüber 27 Grad, würde ich jetzt mal so grob sagen. Und abends dann so 20 ungefähr. Also man braucht abends auf jeden Fall ein Jäckchen. Aber vom Wetter her können wir uns nicht beschweren. Ich habe wieder hier meinen Golfdress an. Denn wir spielen momentan auch echt jeden Tag Golf. Wir nutzen das halt aus, dass wir hier direkt einen Golfplatz haben. Zu Hause spiele ich ja eigentlich nicht so viel Golf. Also ich bin auch noch nicht angemeldet und so. Also in einem Golfclub. Aber hier macht das halt mega viel Spaß. Und man hat halt auch die Zeit dafür. Deswegen versuchen wir das so viel wie es geht zu machen. Und wir werden jetzt erstmal noch eine Kleinigkeit essen zum Mittag. Und dann gehen wir auf den Golfplatz. Wir spielen immer eher gegen Nachmittag, Mittag. Und nicht am frühen Morgen, weil das ist ja eher so die Golfzeit. Aber wir sind immer auch relativ lange wach und schlafen dann auch ein bisschen länger. Also können wir nicht um 7 Uhr auf dem Platz stehen. Das ist der nächste Abend. Ich bin ready gemacht. Das ist meine Frisur heute. Einfach mit so einer Klammer habe ich die zurückgemacht, weil die jetzt auch nicht mehr so mega frisch sind. Und irgendwie fand ich das so ganz passend. Also ich mochte das irgendwie gerade, als ich mich so im Spiegel gesehen habe, weil ich hatte die Frisur schon beim Golfen und dann habe ich die nur noch ein bisschen aufgefresht. Und ich zeige euch auch eben mal mein Outfit. Muss ich mal wieder gucken, wie ich das mache. So, ich habe dieses Set an. Einfach eine schwarze Hose mit einem passenden Top. Und dann habe ich solche Schuhe an, weil die Hose extrem lang ist. Und dann passt das so besser. Ich hoffe, man konnte das jetzt einigermaßen sehen. Und was ich für eine Jacke anziehe, weiß ich noch nicht, weil irgendwie passt keine perfekt. Also keine so richtig. Und es ist gerade auch noch relativ warm. Aber später brauche ich auf jeden Fall noch was für drüber. Vielleicht nehme ich einfach einen Pulli mit und hänge den mir so über. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. So sieht es auf jeden Fall aus, als wäre ich nackt. Bin ich aber nicht. Ehrlich gesagt ein paar Tage kaum gemeldet, immer nur zwischendurch gefilmt, wenn irgendwas Cooles passiert ist oder so. Aber so, dass ich in die Kamera gesprochen habe, jetzt schon ein paar Tage nicht mehr. Heute ist der letzte Abend, also gar nicht richtig Abend, weil wir werden um 9 Uhr abgeholt zum Flughafen. Wir haben jetzt ungefähr 18 Uhr. Wir sind gerade fertig mit Packen geworden und dann gehen wir jetzt noch entspannt zum Essen und fahren dann halt um 21 Uhr zum Flughafen. Unser Flieger geht um 23.50 Uhr und ja, dann landen wir 2.40 Uhr in Hannover. Dann ist es halt mitten in der Nacht und wir müssen morgen alle arbeiten. Ist nicht so geil, aber so ist es nun mal. Das ist mein Outfit für heute. Einfach eine Jeans und ein Oberteil. Relativ entspannt, weil wir gleich zum Flughafen fahren. Genau, geschminkt habe ich mich auch nicht. Also ich habe ein bisschen Bronzer und Blush drauf, aber das war's. Heute Abend ist hier türkischer Abend. Da wird einfach nur für einen Abend hier komplett alles aufgebaut. Und dann gibt es da hinten Buffet und Essen. Und es ist so krass.
Das ist so viel Arbeit nur für einen Abend. Aber halt auch mega schön hier. So, wir gehen jetzt noch mal das letzte Mal zur Beachbar, trinken da noch was und dann gehen wir zum Essen und fahren nach Hause.